Für alle, die vor lauter Homeoffice und Lockdown schon einen Lagerkoller bekommen, eine kleine Coding-Challenge, um sich die Zeit zu vertreiben. Denn wenn wir schon nicht fortfliegen können, vielleicht können wir zumindest ein paar Flugrouten optimieren. Und ja, viel Spaß beim Lösen dieser Coding-Challenge. Gut, mal schauen, was wir haben. Und zwar eine kleine Weltkugel, ein paar Flughafen, ein paar Flieger. Und gegeben ist sozusagen eine Liste mit Flughäfen, ja, wie auch immer, in diesem Fall so eine JavaScript-Syntax, die Airports Vienna, Madrid, Amsterdam und so weiter. Und das Weitere, was wir gegeben haben, ist eine Liste mit Flugverbindungen. Also wieder ein Array mit Tupeln, wenn man so will, oder ein Array von Arrays, könnt ihr euch überlegen, wie ihr das bei euch abbilden wollt. Also zum Beispiel eine Verbindung zwischen Wien und Madrid, zwischen Amsterdam und London Heathrow und so weiter und so weiter. Die Coding Challenge macht jetzt Folgendes. Wenn wir diese zwei Sachen haben und gegeben haben einen Startflughafen, wie zum Beispiel München, dann suchen wir eine Funktion, die die minimale Anzahl von Flugverbindungen ermittelt, die hinzugefügt werden muss, um vom Startflughafen alle anderen zu erreichen. Beliebig viele Zwischenstopps sind erlaubt. Also wir suchen die minimale Anzahl von Flugverbindungen, die hinzugefügt werden muss, um vom Startflughafen alle anderen zu erreichen. Einen kleinen Implementierungstipp, am besten ein paar Flughäfen aufzeichnen, ein paar Flugverbindungen aufzeichnen, mal überlegen, welche Datenstruktur das ist und was die Aufgabe eigentlich möchte. Na dann, viel Spaß beim Nachprogrammieren. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da.